Ja, hallo zu einem neuen Video vom Zentrum für Yoga. Heute geht es um die klare Ansage. Klare Ansagen sind wichtig und deswegen verliere ich hier ein paar Worte zu diesem Thema auf meinem YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga. Über 670 Videos für deine persönliche Entwicklung mit ganzheitlichen Informationen zum Leben, zum Yoga und eben zur Gesundheit. Nun, wenn man sich nicht klar äußert, was man möchte, was man braucht, was man nicht möchte, dann sollte man das sagen. In einem natürlich normalen Ton. Man kann auch ein paar Emotionen mit reinpacken, aber eben nicht zu viel. Wenn einem gewisse Dinge nicht passen oder man gewisse Dinge nicht möchte, dann sagt man es einfach dem Gegenüber, seien es die Kinder, der Partner, der Chef, sonst wo, auf anderen Veranstaltungen gewisse Dinge, die man nicht möchte, muss man mitteilen. Weil sonst weiß es der andere, der Gegenüber nicht. Denn viele machen sich auch gar keine Gedanken über die Worte, die sie sprechen, viele verletzende Worte, und die Menschen sind sich oft gar nicht bewusst, was sie da verzapfen. Ja, wenn man sagt, du Depp, auch wenn man es gut meint, ist dem Wort Depp schon eine Negativität vorhanden. Und so weiter. Ja, könnt ihr euch mal das Video über das Wort anschauen. Nun, viele trauen sich aber nicht zu sagen, hey, du, lass das mal. Oder Kinder, hey, räumt mal eure Schuhe auf. Denn ich stolpere laufend drüber. Vielleicht weiß man, die Kinder reagieren dann. Was willst du, Alter, Alte? Ja, und dann sagt man vielleicht lieber gar nichts. Ist nicht richtig, sondern klar kommunizieren, so möchte ich das nicht, beziehungsweise so möchte ich das haben, dass ihr die Schuhe aufräumt. Ist kein Problem, ob man sie in den Gang schmeißt oder in die Schuhablage schmeißt, ist nicht viel Unterschied, kann man machen. Aber wie gesagt, wenn man nichts sagt oder nicht das deutlich kommuniziert, manch andere macht sich da keine Gedanken oder sagt, was will derjenige denn überhaupt von mir? Nun, kennt man bestimmt. Auch in der Arbeit, vielleicht der Chef, der schlecht mit einem umgeht, man traut sich nichts zu sagen, weil der anscheinend eine höhere Machtposition hat. In der Firma ja, im Leben nein. Und dann sagt man halt nichts, weil man braucht ja das Geld, man braucht die Stelle, man will ja niemanden verletzen, dann ist der Chef 30 Jahre böse, weil ich habe ja mal was gesagt. Nicht wirklich richtig. Man muss natürlich gucken, was für Umstände, aber irgendwann sollte man es sagen, Chef, so mag ich das nicht, oder zu Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, hey, so wie ihr mich behandelt, mag ich das nicht. Das hat was mit Selbstwert zu tun. Wie viel bin ich mir wert? Ach nein, ich darf ja nichts sagen, weil sonst sind die böse und dann habe ich ja vielleicht gar keine Freunde mehr. Ja, lieber gar keine Freunde als schlechte Freunde oder Bekannte oder Arbeitskollegen. Und darum geht es, dass man zu sich steht. Hey, ich will das nicht, ich möchte das nicht, tut mir nicht gut. Es ist nicht zwingend notwendig, dass ihr die Schuhe immer in den Gang schmeißt. Es ist nicht zwingend notwendig, dass ihr mich jeden Tag ärgert an der Arbeit. Ja, und dann kann man das auch abstellen. Man muss es halt deutlich sagen. Mit Nachdruck sagen. Nicht in Emotionen verwuselt, weil man es 20 Jahre ausgehalten hat und plötzlich explodiert man. Da hat man nichts davon, da macht man mehr Schaden wie gut. Sondern irgendwann, wenn man merkt, es reicht, sollte man das mal sagen. Doch viele Menschen haben zu wenig Selbstwert, zu wenig Vertrauen und trauen sich nicht zu sagen, was sie wollen. Beziehungsweise das, was man nicht möchte, das, was einem nicht gut tut, das, was die anderen abstellen sollten. Und dann lässt man sozusagen viel mit sich machen, aber das ist nicht gut, weil man wird dann krank, weil negative Gefühle, negative Gedanken, die dann immer wieder im Kopf rumspuken, oder die Angst, wieder auf die Arbeit zu gehen, wieder gemobbt zu werden oder wieder ignoriert werden, wenn man in der Familie sagt, hey, räumt mal das und das dahin. Ja, das kostet schon Kraft, das kostet Energie und zehrt eben. Und Menschen mit wenig Selbstwert,
mit wenig Vertrauen, mit wenig Standhaftigkeit in den eigenen Meinungen und Sichtweisen, die gehen dann unter. Das sind dann Mitläufer, na, die spielen so mit. Sagen, naja, es geht halt nicht anders, ich kann halt nicht anders. Aber jedes Mal, wenn das passiert, erinnert sich alle Zellgruppen daran, dass irgendetwas nicht stimmt. Und das verbreitet sich dann in jeder Zelle. Sie sind alle miteinander verbunden und irgendwann rebellieren die Zellen und machen den Körper krank. Oder das Wesen, der Energiekörper, was auch immer, löst etwas aus, dass der Mensch erkennt, jetzt habe ich irgendwas. Und vielleicht erkennt man dann auch, dass es von dieser mangelnden Kommunikationsfähigkeit kommt. Dass man eben nicht gesagt hat, was man möchte, was man denkt, was man fühlt. Dass der andere einen mit seinen Worten verletzt hat und der ist es vielleicht gar nicht bewusst worden. Ja. Und so gilt es im Leben eben immer wieder Selbstvertrauen, Selbstwert aufzubauen, Stabilität, innere Stabilität über die Füße, Standhaftigkeit in seinen Meinungen, Sichtweisen. Hierzu könnt ihr euch auch mal das Video über die Füße, da gibt es zwei Videos, Füße und Thema Standfestigkeit oder eben das Video über das Muladhara Chakra. Manche sagen dann eben, ja, da kann ich nichts sagen oder ich sage lieber nichts, weil sonst beleidige ich die, dann mögen die mich nicht mehr. Ja, im Grunde ist es ein Hinterherlaufen und versucht es anderen recht zu machen, dass man geliebt wird, angesehen wird. Aber man selber geht zugrunde, das heißt, bringt nicht wirklich etwas. Und da gibt es eben ganz viele Menschen, man hat es die letzten 2 Jahre gesehen, andere Meinung, mangelnde Standhaftigkeit, dann läuft man trotzdem mit oder hat eben Angst oder fühlt sich dann alleine, weil andere Menschen sich distanzieren. Ja, aber wenn man seine Meinung vertritt, erkennt man, wenn man sie auch sagt, in einem normalen Ton natürlich, dann merkt man, dass gewisse Leute nichts mehr mit einem zu tun haben möchten. Aber das ist auch gut so. Denn das waren nie wirklich wahre Freunde. Man weiß ja, da gibt es nicht so viele. Eins, höchstens zwei Freunde, die auch in der Not da sind, mehr gibt es in der Regel nicht. Ja, es ist schwierig natürlich, das zu beginnen, endlich mal seine Meinung zu sagen, weil man eben immer wieder auf Widerstand stößt. Das ist halt so. Wenn man gegen den Strom schwimmt, dann muss man sich anstrengen, bemühen, dass man eben seine Meinung vertritt, dazu steht. Das heißt nicht, dass sie immer richtig ist. Aber so, wie man es im Moment halt sieht und denkt und fühlt, so ist es erstmal in Ordnung. Dann kann man ja, wenn der andere etwas sagt oder man selber etwas sagt, wenn der andere schießt dagegen, einfach mal kurz drüber nachdenken. Wie fühlt sich das an, was ich sage? Ist das richtig? Ist das nicht richtig? Oder kommt dann Gefühle mit, oh, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich habe was gesagt, ich habe andere vielleicht dann verletzt und jetzt mögen die mich nicht mehr. Das kommt dann oft dazu, das muss man natürlich differenzieren, sondern einfach die nackten Informationen betrachten, was der andere gesagt hat. Ist das richtig oder nicht richtig? Das, was ich sage, könnte das richtig sein oder nicht? 100% weiß man vieles nicht, aber so grob spürt man oft, ob man recht hat oder nicht. Aber man sollte es dann eben von diesen Emotionen und Minderwertigkeitsgefühlen dann so ein bisschen trennen, so in die objektive Schiene reingehen. Auch nicht immer andere Menschen fragen, denn die kennen ja auch nicht das Problem, die kennen nicht die inneren Gefühle oft. Man muss dann selber schauen, wie kriegt man das hin. Und hier kann natürlich der Yoga super gut helfen, weil man beginnt im Yoga immer mit den unteren Chakren, sprich unter anderem mit dem Wurzelchakra, mit dem Verwurzeln. Mit dem Vertrauen, mit der Standfestigkeit, mit der Arbeit mit den Füßen. Und dann kommt man langsam in den Dreh und das geht dann automatisch, wenn man irgendwann anfängt zu sagen, was man denkt. Und dem anderen auch sagt, hey, das, was du machst, wie du mit mir redest, wie du mit mir umgehst, das ist nicht in Ordnung. Aber das ist ein Prozess, das kann man nicht mit dem Denken schaffen. Das muss von innen rauskommen, dass jede Zelle checkt, hey, ich will das nicht, sag denen das doch mal.
Und dann kommen diese Sprüche von innen raus. Was auch gut hilft, sind Übungen wie Dhoti, das Schlucken eines 7 Meter langen Baumwollstreifens, eine Reinigungsübung für den Magen aus der Yoga-Technik, wo man dann plötzlich schluckt und schluckt und schluckt und dadurch hier diesen Bereich aktiviert, wie Shuddha-Chakra, und dann irgendwann ist es wie befreit und man kann dann mal endlich sagen, was los ist. Klare Kommunikation, sagen, was los ist. Wenn nicht, trennt man sich. Gut, mit Kindern ist es schwierig, wenn die noch klein sind, kann man sich nicht trennen, muss man sich was anderes einfallen lassen. Aber wenn der andere merkt, hey, derjenige, der steht zu sich, der sagt plötzlich mal, was er denkt, was er nicht will, dann fangen die vielleicht an zu überlegen, hey, ich kann gar nicht so mit ihm umgehen, ich sollte das anders machen. Ich mache das gar nicht richtig. Ja, und das ist alles so auch eine Frage der Resonanz. Wenn ich mich innen drin verändere, dann geht es im Außen auch dann auf die anderen Menschen über, sei es nonverbal, sei es verbal, mental, wie auch immer. Die spüren das. Wenn man immer mehr beginnt, einfach ganz normal sagen, hey du, rede mal anders mit mir, der Ton macht die Musik und so weiter, dann merken andere, hey, das ist keine Resonanz mehr, ich kann nicht mit ihm umgehen, und dann verschwinden die vielleicht auch ganz aus dem Leben oder teilweise. Und es ist alles eine energetische Frage, eine Transformation des inneren Wesens. Man ergründet auch mit dem Yoga, warum macht man es so? Warum handelt man so? Vielleicht will man geliebt werden und sagt deshalb nichts, will andere nicht ja, beleidigen oder missgestimmt machen. Und dann schwätzt man so, dass es dem anderen gut passt, aber das ist nicht richtig, nicht immer richtig. Und es ist eine lange Transformation, wenn man da Themen mit hat, aber es lohnt sich definitiv, auch eben diese Übungen im Yoga, Jalandhara Bandha, diesen Genickverschluss auch zur Seite, das ist der Kehlverschluss, nach hinten den Kopf, Genickverschluss, das zur Seite ist auch Jalandhara Bandha. Oder diese Dhoti-Übung, wo man diesen Stoffstreifen schluckt und dann mit dem Bauch Nauli macht, das Kreisen des mittleren Bauchmuskels. Oder Übungen wie Kunjala, Gacchakarani, die Elefantenübungen, wo man Wasser trinkt, bis man immer kann und es dann herausbricht. All das stimuliert die Nerven in diesem Bereich, das Vishuddha-Chakra wird aktiviert, gereinigt. Und dann können solche Informationen mal auch in die Welt gehen. Hey, so geht ihr nicht mehr mit mir um. Lasst mir die Ruhe oder benehmt euch, verändert euch, sonst könnt ihr gehen. Ja, aber wie gesagt, es ist schwierig, wenn man so ein angeknackstes Selbstwertgefühl hat, dann braucht man Freunde, dann will man nicht andere Menschen beleidigen oder, wie ich schon gesagt habe, missgestimmt machen, sondern man versucht mitzuspielen, sich anzupassen. Ja, aber man verleugnet sich selbst, man verleugnet seine Meinung und das ist nicht authentisch, nicht ehrlich und dann lebt man ein Leben für die anderen, aber nicht für sich selbst. Nun, das war mal ein kurzes Video vom Zentrum für Yoga. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, die Videos teilen, in die Welt schicken, auch in meinem Padmasana-Heft, Yoga, Leben und Gesundheit, viele Texte, auch immer ein Sprüchlein mit dabei von Sukram Stier, sehr lesenswert. Und wer mehr lesen möchte, auf meiner Website www.kraftundenergie.com. Und dann freue ich mich auf ein weiteres Video, auf euer Zuhören, auf eure Kommentare, auf eure Anwesenheit und bis bald. Tschüss!